Freunde, dann sind wir wieder ein kurzes Kapitel noch. Hollywood, Hollywood heißt es. So, hier haben wir das erste Bild auf der linken Seite. James Abbey mit Freunden in Hollywood. Ein bekannter Fotograf 1929. Mal ein bisschen ein lustiges Bild. Oh, James Abbey in der Mitte. Wieder mit dem Vorwort von James Abbey by himself. Mein Besuch in Hollywood im Frühsommer 1929 war für meine ausländischen Zeitungen deshalb interessant, weil die Filmmetropole mitten in einem gewaltigen Experiment steckte. Filme, in denen die Darsteller gehört werden konnten, in die man schon zögernd Talkies nannte, wurden gedreht. Aber zaghaft, furchtsam und für viel Geld. Filmstars, Relikte aus der Stummfilmzeit, die es größtenteils ohne Bühnenerfahrung zu Ruhm und Vermögen gebracht hatten, waren genötigt, ihre Stimmen zu benutzen, die für einen professionellen Einsatz nicht geschult waren. Die von der Bühne kamen, waren daran gewöhnt, so zu sprechen, dass sie noch auf den hintersten Plätzen verstanden wurden. Investoren, die Filmproduktion finanzierten und selbstständige Produktionsgesellschaften sahen sich mit dem überraschenden Erfolg konfrontiert, den Warner Brothers mit Al Johnson in The Jazz Singer erzielten. Einer der überhaupt der erste Tonfilm, glaube ich. Würde der entsprechende Film auf Dauer bleiben, konnte die Industrie profitabel umrüsten, konnten sich die Darsteller und die Techniker umstellen oder würde man eine neue Generation großziehen müssen? Hier steht Originaltext: Carbonlampen, die fortgeworfen werden müssen, weil sie einfach zu laut für den Tonfilm geworden sind. Hollywood 1929. Ihre Zukunft hing angesichts des Nachdrucks, der auf den Ton und das gesprochene Wort, die Hintergrundmusik gelegt wurde, in der Schwebe. Schauspieler und Regisseure, die die Pantomime zu neuen Höhen geführt hatten, begriffen auf einmal, dass sie beim Filmemachen nur noch eine geringe Rolle spielten. Theaterschauspieler waren natürlich bessere Sprecher, aber am Broadway hatten die ihren Text nie unter Lampen aufsagen müssen, wie Tonfilme das erforderten. Die Hitze war einfach überwältigend, aber nicht jeder konnte sich seiner Kleidung entledigen wie Beleuchtung. Es gab in den Studios keine Klimaanlage, die von den Lampen abgestrahlte Wärme hätte ausgleichen können. Fotografen sollten ihre Standfotos von Szenen und Darstellern machen, während die Filmkamera sich drehten. An den Kameras, die man bei Stummfilmen am gesamten Drehort knirschen hören konnte, wurde dauernd herumgebastelt, um ihre Geräusche zu reduzieren. Man deckte sie mit wattiertem Steppstoff ab und was nicht noch allem. Die Studios selbst erfuhren Veränderungen, durch die sie auf diejenigen, die sich während der Dreharbeiten in ihren aufhielten, wie große Gummizellen wirkten. Text von James Abbey. Also Geräuschdämmung war angesagt. Tonqualität. Also da muss ich mir vorstellen, so wie ich jetzt hier sitze mit meiner GoPro-Kamera. Verschiedenen Möglichkeiten des Mikrofons und was weiß ich und wegdimmen von Geräuschen und was alle. So haben wir angefangen. Wir haben Watte auf die Kameras gelegt, damit die etwas leiser wurden. Ich finde sowas faszinierend, einfach mal zu lesen darüber, wie es früher war. Ne? Weil es wird so viel selbstverständlich genommen heutzutage. Es waren die Anfänge. Eine tolle Sache, finde ich. Jetzt folgen noch ein paar Fotos. Ja, jetzt schauen wir mal rein. Ne? Hollywood, Hollywood. Hier sind Studios abgebildet. Also oben links Anfänge des Tonfilms. Oben links Blick in ein Tonfilmstudio Hollywood 1929. Reportage Revolution in Hollywood über den Tonfilm unten links. Das finde ich sehr interessant. Das Foto sieht aus nach einem Chaos, aber es wurden einfach nur die alten Lampen eingesammelt. Hier steht Originaltext: Carbonlampen, die fortgeworfen werden müssen, weil sie einfach zu laut für den Tonfilm geworden sind. Hollywood 1929. Also Lüfter und alles mögliche in den Lampen, die machten Geräusche, die so laut waren, dass das einfach gestört hat. Ja, hier haben wir natürlich wieder die Revue Girls. Jawohl, während einer Gesangsprobe. Hollywood 1929. Reportage von James Abbey. Rechte Seite. Aufstellung der Revue Girls, Tänzerinnen zur Probe, Hollywood 1929. Ja, erstmal vielen Dank. Wir haben wieder ein Kapitel hier bearbeitet. Und bis zur nächsten Story und den schönen Fotos von
James Abbey. Tschüss zusammen, vielen Dank.